Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 41, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Zustimmung im Bundesrat zu den Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz. Dazu ist eingegangen ein Dringlicher Antrag, der auf Ihren Plätzen verteilt worden ist. Betreffend Abstimmung im Bundesrat zu den Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das ist die Drucksache 19/43/33. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringlichkeitsantrag Top 45 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit Top 41 aufgerufen werden. Ich habe vorliegen eine. Entschuldigung, das ist aber alles sehr knapp hier. Dazu ist eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschiebung. Das heißt also, ich rufe auf den Punkt, der verteilt worden ist, mit der Drucksache 4336, ein SPD-Antrag zum Thema Abschiebung nach Afghanistan. Er muss noch gesetzt werden. Deswegen. Momentan ist er nicht verteilt. Frau Wissler, haben Sie jetzt einen? Dann mache ich mal 10 Sekunden Pause. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt erst einmal wissen, ob überall der Antrag verteilt worden ist. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Geschäftsordnung von Weiterverfolgung. Er liegt also uns vor, und jetzt ist die Frage, wie wird er platziert. Das Wort hat Herr Rudolph für die SPD-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben diesen dringlichen Antrag eingereicht. Da geht es um das Thema Abschiebung nach Afghanistan. Wir möchten, dass dieser Antrag hier und heute nach dem Top 41 noch behandelt wird. Hintergrund ist, der Landesverband der Grünen hat sich zu dem Thema Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber geäußert. Die Grünen sehen darin eine Inszenierung und fordern den CDU-Innenminister auf, sich für eine Änderung der Rechtslage einzusetzen. Auch den hessischen Innenminister, nachdem wir gestern eine Debatte dazu hatten, heute eine solche Erklärung des Landesverbandes der Grünen. Und ich finde, es ist das Recht und das Pflicht des Landtages, hier und heute darüber zu diskutieren, insbesondere natürlich auch, was ist die Position der hessischen Landesregierung. Vielen Dank. Entschieden werden, ob der Punkt, der Tagesordnungspunkt mit der Drucksache 4336 im Anschluss an den jetzt aufgerufenen Tagesordnungspunkt noch aufgerufen wird. Bitte schön, Frau Kollegin Dorn. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gestern sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr intensiv über diesen Sachverhalt miteinander debattiert. Es gibt keine neue Sachlage. Die Sachlage war gestern bekannt. Und insofern gibt es keinen Grund, hier noch einmal erneut zu debattieren. Es gibt keine neue Sachlage. Wir können gerne im nächsten Plenum darüber debattieren. Sie haben den Antrag gerade eingebracht. Und im nächsten Plenum können wir sehr gerne darüber debattieren. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es ist Rede und Gegenrede erfolgt. Wir können jetzt abstimmen. Der Antrag war, den Tagesordnungspunkt 4336 heute noch aufzurufen. Wer dem zustimmt, bitte ich das Handzeichen. Das ist SPD, DIE LINKE, die FDP. Wer ist dagegen? Das
Darf ich um Ruhe bitten? Herr Kollege Schäfer-Gümbel, bitte. Ich stelle fest, dass der Gesetzantrag auf Aufrufen heute noch abgelehnt worden ist. Und damit kommt in die normale Tagesordnung zum nächsten Plenum. Meine Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fordere Sie jetzt alle auf, Ruhe zu halten. Ich bitte um Ruhe. Vielen Dank. Herr Kollege Rudolph, ich darf Sie bitten, sich zu mäßigen im Hinblick auf den Begriff Heuchelei. Ich habe ihn nicht gemahnt. Sie wissen, was ich gesagt habe. Vielleicht hören Sie mir ab und zu mal zu. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 41, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Zustimmung im Bundesrat zu den Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz, Drucksache 19/43/22. Das Wort hat für den Antragsteller Frau Kollegin Faulhaber. Kann ich anfangen? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Freitag steht die dritte Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes im Bundesrat zur Verabschiedung an. Augenblick, Frau Kollegin. Herr Kollege Rudolph, hier spricht jemand. Danke. Sie haben das Wort. Ich weiß nicht so genau, ob ich das Wort habe, aber ich versuche es jetzt noch einmal. Dieses neue Gesetz sieht erneut eine gravierende Kürzung der Leistungen für Flüchtlinge vor. Eindeutig widerspricht es dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012, in dem zu lesen ist, ich zitiere, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht relativierbar ist. Die neuerliche Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist ein Ausdruck der Ignoranz gegenüber höchstrichterlicher Rechtsprechung, meine Damen und Herren. Wir schließen uns deshalb dem Appell von Pro Asyl und den Flüchtlingsräten an. Jede weitere soziale Ausgrenzung von Flüchtlingen aus den sozialen Sicherungssystemen zu stoppen. Das Asylbewerberleistungsgesetz wird immer mehr zum Integrationshindernis. Die Menschen werden durch Armut bewusst in ihren Handlungsmöglichkeiten beschränkt und durch Sachleistungen entmündigt. Am sozialen und kulturellen Leben können sie immer weniger teilnehmen. Einige Beispiele aus dem neuen Gesetz. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Leistungen um 10% gekürzt werden sollen, wenn die Person in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt. Dabei wird ignoriert, dass es sich bei den Menschen in staatlichen Unterkünften gerade nicht um eine eheähnliche Einstandsgemeinschaft handelt, nicht um freiwillige, enge Lebenspartnerschaften, sondern um Zwangsgemeinschaften, die in der Regel auch nicht gemeinsam haushalten. Entschuldigung. Der Vertreter des Jesuitenflüchtlingsdienstes bezeichnet das als faktische Zwangsverpartnerung. Einspareffekte wird es geben, meine Damen und Herren, aber nicht bei den Betroffenen, sondern bei den Behörden. Es ist nämlich zu befürchten, dass die neue Regelung viele Kommunen weiterhin veranlassen wird, auf die krankmachende und integrationsfeindliche Zwangsunterbringung in Sammelunterkünften zu setzen. Ein zweiter Kritikpunkt. Die Pauschalen für Wohnungsinstandhaltung und Strom werden künftig vom Regelsatz abgezogen. Teilweise war das ja auch bisher gängige Praxis. Aber auch das führt vor allem zu einem massiv erhöhten Aufwand für die Verwaltungen und geht zulasten der Betroffenen. Diese Regelungen stellen einen weiteren Schritt dar, die Ausgabe von Geldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen. Dabei war erst 2015 die Abkehr vom Sachleistungsprinzip vereinbart worden. Deshalb sagen wir zu diesem Gesetzentwurf klar und entschieden Nein. Danke.
Sie von CDU und GRÜNEN haben mit Ihrem Änderungsantrag bereits kundgetan, dass Sie diese komplett unsozialen Verschlechterungen mittragen wollen. Aber ich will es dennoch sagen. Wir erwarten eigentlich von der Hessischen Landesregierung, dass sie im Bundesrat Nein dazu sagt. Nach dieser Gesetzesänderung liegen die Asylbewerberleistungen dann um 110 € unter dem Hartz-IV-Regelsatz, der ja eigentlich das Existenzminimum darstellen soll. Dabei ist schon dieser Hartz-IV-Regelsatz von 409 € um 140 € mal mindestens zu niedrig und entspricht nicht dem Mindestbedarf der Menschen. Meine Damen und Herren, ich befürchte, mit dieser Kürzung im Asylbewerberleistungsgesetz wird auf die rechte Ausländerhetze reagiert ihrerseits. Auch in diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal sagen, so stoppt man die Rechtsentwicklung nicht. Hier werden Zugeständnisse nach rechts gemacht, auf dem Rücken der Schwächsten. Also, das ist jetzt kein Thema, wo man so etwas Komisches machen kann, wie sich da irgendwie demagogisch damit auseinanderzusetzen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein weiteres Mal damit rechnen, dass auch das neue Asylbewerberleistungsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht oder sogar vor dem Europäischen Gerichtshof landet. Und das ist ja auch schon beschämend genug. Meine Damen und Herren, ich will aber noch auf eine weitere gesetzliche Änderung eingehen, die am Freitag im Bundesrat zur Verabschiedung ansteht. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist aber zu Ende. Ja, dann sage ich nur ganz kurz. Das ist das Bundessozialgesetz für EU-Bürgerinnen. Und da ist die Sachlage genauso prekär. Und auch da müssten wir eigentlich als Landesregierung dagegen stimmen. Sie wollen ja eine EU und nicht eine Desintegration. Danke schön. Das Wort hat Herr Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Sehr geehrten Damen und Herren, der Redebeitrag meiner Vorrednerin war nun nicht gerade ein Beitrag zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft gewesen, und er war auch kein konstruktiver Beitrag gewesen, eine Akzeptanz in unserer Gesellschaft zu festigen, die Flüchtlinge hier aufzunehmen, zu versorgen und zu integrieren. Dieser Beitrag war ein Beitrag zur Spaltung, und er hat letztlich damit indirekt auch Öl auf das Feuer von Rechtsradikalismus gesetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so kann mit einem solchen Redebeitrag kann man Stammtischparolen fördern, und das ist nicht der Weg, den wir gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie, das weiß ich sehr wohl, aber ich sehe Gerechtigkeit jetzt nicht in dem sozialistischen Sinne der Gleichheit, der absoluten Gleichheit. Ich sehe Gerechtigkeit im Sinne der Chancengleichheit und der Entwicklungsfähigkeit des Individuums. Aber ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen da jetzt einen Konsens erzielen kann, sondern möchte jetzt auf das dritte, das Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, zurückkommen und möchte sagen, dass die Verpflichtung des Asylbewerberleistungsgesetzes besagt, dass bei Vorliegen von neuen Einkommens- und Verbraucherstichproben die Höhe des Bargeldbedarfs entsprechend neu zu ermitteln und anzupassen ist. Und genau das ist der Gegenstand des Gesetzes, der jetzt auf Bundesebene behandelt wird. Und wir sind hier gesetzestreu und werden dies auch sorgfältig bewerten. Und entsprechend wird auch die Landesregierung ihr Abstimmungsverhalten im Bundesrat entwickeln. Und es ist richtig,
dass die Leistung im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes genauso bewertet werden wie alle anderen Transferleistungen unseres Staates, so etwa auch der entsprechenden Leistung aus der Hartz-IV-Gesetzgebung. Alles andere würde unsere Gesellschaft spalten. Wir stehen dazu. Wir stehen dazu, dass wir die Asylbewerber hier ausreichend und auskömmlich versorgen. Und wir stehen auch dazu, dass die Leistung entsprechend des Asylbewerberleistungsgesetzes nur eine Übergangsphase darstellen. Und wir haben in der gesamten Politik unserer Landesregierung bei der Versorgung der Asylbewerber immer darauf gedrängt, dass der Status des Asylbewerbers nur eine Übergangsphase darstellt, dass möglichst bald eine Entscheidung getroffen wird, damit dann die Menschen nach einer entsprechenden Entscheidung entsprechende andere Transferleistungen bekommen können. Daran arbeitet die Landesregierung weiterhin, und wir unterstützen die Landesregierung bei diesem Bestreben. Wir haben vollstes Vertrauen, und das haben wir in unserem Antrag hier auch zum Ausdruck gebracht, dass die Landesregierung die Entscheidung über das Abstimmungsverhalten im Bundesrat fundiert und verantwortungsvoll und im Konsens der Gesellschaft treffen wird. Der Landtag begrüßt weiterhin, dass vor Entscheidung im Bundesrat zwischen der Bundesebene und den Ländern Gespräche, Abstimmungen und Verhandlungen stattfinden werden. Wir werden eine verantwortungsvolle Entscheidung hier treffen und einen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft hier zusammenhält und dass wir im Konsens alles tun, damit wir die Menschen hier würdevoll versorgen und in die Integration der Flüchtlinge hier fördern. Besten Dank. Das Wort hat der Abg. Bocklet, die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, der dem Bundesrat vorliegt, sieht vor, dass er in wichtigen Teilbereichen Leistungsabsenkungen für Asylbewerber vorsieht. Wir sehen das als GRÜNE sehr kritisch und halten die Absenkung der Leistungen für falsch. Ich kann Ihnen sagen, dass die Länder, in denen die GRÜNEN mitregieren, sich heute und morgen Abend auch und auch der stellvertretende Ministerpräsident und auch der Ministerpräsident auf dem Weg nach Berlin befinden, um dort dieses Gesetz im Bundesrat zu verhandeln. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns nicht vorstellen können, einem Asylbewerberleistungsgesetz zuzustimmen, in dem es zu 10-prozentigen oder zu dem es zu Leistungskürzungen kommt, in dem Bedarfe z. B. für Ernährung, Kleidung oder Gesundheitspflege die Leistung für diese Bedarfe abgesenkt werden, weil dort formuliert wird, dass es in Gemeinschaftsunterkünften einen geringeren Bedarf gäbe. Dazu stellen mehrere Untersuchungen fest, dass die Bedarfe in Gemeinschaftsunterkünften sehr stark heterogen sind. Man kann also nicht von einer Paar-Wohngemeinschaft ausgehen. Die Bedarfe bleiben also heterogen. Auch ein gemeinsames Wirtschaften ist nur in seltenen Fällen tatsächlich real. Deswegen ist die Grundannahme, die dazu führt, ein nicht richtig. Auch darüber hinaus halten wir es rechtlich für schwierig, unter das Existenzminimum zu gehen. Deswegen halten wir die Absenkung der Leistungen für falsch und können uns auch nicht vorstellen, diesem Gesetz im Bundesrat zuzustimmen. Danke schön. Das Wort hat der Kollege Roth für die Fraktion der SPD. Damen und Herren,
Ich habe mir in der Vorbereitung auf diesen Punkt sämtliche Reden, die zur Gesetzesänderung im Bundestag gehalten worden sind, allesamt durchgelesen. Und mir ist dabei aufgefallen, das ist eigentlich ein Paradox, wenn man es hört, aber wenn man in die Materie einsteigt, auch nachvollziehbar. Auch nach dem neuen Asylbewerberleistungsgesetz steigen die Leistungen, weil die Preise gestiegen sind. Aber der Auszahlungsbetrag oder die Auszahlungsbeträge, die sinken. Und dafür gibt es einen Grund. Zwei wesentliche Elemente, die bisher diesen Betrag bestimmt haben, sind aus der Berechnung herausgenommen und werden als Sachleistung gezahlt. Das sind im Wesentlichen die Leistungen für Strom und die Leistungen für die Wohnungsinstandhaltung, nicht die Wohnungskosten. Da liegen Erfahrungswerte zugrunde. Die sind herausgenommen. Alle anderen Beträge sind drin geblieben. Und ich kann, solange ich könnte noch einen weiteren Punkt nennen, der dazugekommen ist, die Anrechnung von Einkünften aus ehrenamtlichem Engagement, auch das ist möglich, bis zu 200 € monatlich anrechnungsfrei, müssen, werden nicht angerechnet auf diesen Regelsatz. Das ist für viele ein echtes Zubrot. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass das, was im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 gesagt worden ist, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht relativierbar oder dadurch nicht motiviert werden darf, die Herabsetzung der Sätze, dass dies bei diesem Gesetz passiert wäre. Aus diesem Grund werden wir dem Antrag der LINKEN nicht zustimmen können. Im Übrigen einen Satz, aber auch nur, weil Weihnachten ist, einen Satz dazu zum Antrag, den die Koalition vorgelegt hat. Man muss ihn Wort für Wort lesen, sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Aber ansonsten bringt es für die Debatte, nun weiß Gott, keinen Fortschritt. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Rock für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben ja gelernt, dass man bei der Frage, was die Grundsicherung und die Absicherung des Existenzminimums in Deutschland angeht, das längst keine politische Entscheidung mehr ist, sondern dass es eigentlich eine Diskussion zwischen Bürokratie und Gerichten mittlerweile geworden ist und die Möglichkeit der politischen Spielräume in dem Bereich überschaubar ist. Im Bundesrat wird jetzt noch diskutiert. Darüber hinaus fehlen mir natürlich auch die Detailkenntnisse, die vielleicht der ein oder andere CDU- und SPD-Abgeordnete hier schon hat. Wir werden deshalb, weil der Handlungsspielraum überschaubar ist, die unteren Bereiche festgelegt sind, ausgeklagt oder auch dann beklagt werden, werden wir dem linken Antrag nicht zustimmen und bei dem Antrag der Koalition werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Das hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gehe davon aus, dass unstrittig ist, dass sich auch der Bundesgesetzgeber gesetzestreu verhalten muss. Und dieses bedeutet, dass mit Vorliegen einer neuen Einkommens- und Verbraucherstichprobe der Bundesgesetzgeber verpflichtet ist, die Höhe des Bargeldbedarfs und des notwendigen Bedarfs im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes festzusetzen. Und diese Verpflichtung
Und dieser Verpflichtung ist der Bundesgesetzgeber durch das dritte Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes nachgekommen, indem die einzelnen Bedarfssätze des Asylbewerberleistungsgesetzes neu ermittelt und die Bedarfsstufen neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat in seiner Entscheidung vom 18. Juli 2012 zum damaligen Asylbewerberleistungsgesetz entschieden, dass die Regelungen zu den Grundleistungen in Form von Geldleistungen mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikels 20 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar ist. Neben der grundsätzlichen Höhe der Leistungen, die waren bis damals nicht angepasst, wurde bemängelt, dass die Höhe weder nachvollziehbar berechnet worden noch eine realitätsgerechte, am Bedarf orientierte und aktuell existenzsichernde Berechnung der Höhe der Leistungen ersichtlich ist. Bisher habe ich ausschließlich höchstrichterliche Entscheidungen zitiert. Die Entscheidung zur Folge darf die Höhe entsprechend der Leistung nicht evident unzureichend sein und muss realitätsgerecht bestimmt sein. Die Höhe der Leistungen wird unter diesen Vorgaben durch den Gesetzgeber vorgelegt. Dieses in dem vorgelegten Gesetzentwurf entschieden worden und vorgelegt worden. Der Bundesrat wird seine Stellungnahme unter Abwägung aller relevanten Tatsachen sachgerecht treffen. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich lasse abstimmen. Einverstanden? Dringlicher Antrag? Entschließungsantrag? Gut. Wer dem vorliegenden Entschließungsantrag 19/43/22 seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Antrag der LINKEN abgelehnt worden. Meine Damen und Herren, ich mache noch kurz. Entschuldigung. Ich mache jetzt noch den Antrag der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, den Dringlichkeitsantrag. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das ist CDU und die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist SPD und LINKE. Wer ist Enthaltung? Die FDP. Damit ist der Antrag mit den Fraktionsstimmen von CDU und GRÜNEN mehrheitlich angenommen worden. So, jetzt habe ich zu diesem Punkt keine Wortmeldung mehr vorliegen. Die Punkte 13 14 gehen wohin? 13 14. 13 Antrag der FDP betreffend Grundsteuerbremse. Rufen wir die alle noch auf jetzt? Alles. Komplett. Also 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 geht in das nächste Plenum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo steht die denn? Das ist der Neue. Der sind nicht drauf, der gerade kam. Das ist der da. Ja, der Neue geht auch nicht. Der Neue geht auch nicht mit dem rein. Logisch. Das hatte ich ja bereits mitgeteilt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Schluss des Jahres noch ein paar Sätze. Unbeschadet der Frage von Lebhaftigkeit, Emotionen. Wenn der Mensch keine Emotionen hätte, wäre es langweilig auf dieser Welt. Insofern sind wir auch Profis genug, um das auszuhalten. Ich möchte mich für das laufende Jahr bei vielen bedanken. Wir haben ein besonderes Jahr hinter uns. Wir sind 70 Jahre alt geworden. Das war ein zentrales Ereignis für nicht nur den Landtag, sondern für alle hier in Hessen wohnenden Menschen. Viele daran waren beteiligt, Ideengeber, Umsetzer mit Muskelkraft, mit Kopfkraft, egal was auch immer. Denen möchte ich im Namen des Hessischen Landtages allen ganz, ganz herzlich danken. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, was wir erlebt haben. Es ist für viele von uns nicht nachprüfbar oder sehbar, was dort wirklich geleistet werden muss. Allein die Tatsache, was die Protokolle aus Staatskanzlei oder Landtag leisten müssen, unter allen kritischen Betrachtungen von uns, ist schon einmal eine Erwähnung wert. Man erwähnt sie nicht allzu oft. Wir haben hier im Hause 12 Monate für dieses Hessen-Parlament gearbeitet. In unseren Besuchergruppen erwähnen wir den Besuchern sehr oft, dass der Landtag das höchste Verfassungsorgan des Landes Hessen ist.
Ich lege Wert darauf, das festzustellen, dass es auch wirklich so ist und dass wir insofern auch den Mitarbeitern immer wieder sagen, dass es für sie auch manchmal eine Freude sein kann, für das höchste Verfassungsorgan hier in Hessen zu arbeiten. Deswegen, Herr Direktor und alle Mitarbeiter und Mitarbeiter des Landtages, herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihre Pflicht und sehr oft mehr als Ihre Pflicht tun. Und deswegen ist es auch wert, dass ich es hier heute erwähne. Ich möchte einen Fachbereich mal nennen, das sind die Stenografen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten wirklich fürchterlich viel. Das liegt natürlich daran, weil Sie so viele Ausschüsse beschließen, zusätzlich, die wir haben. Aber das versuche ich immer wieder mitzuteilen. Das ist eben mal nur dem freien Entscheiden des Parlaments geschuldet. Insofern machen die das und alle sehr engagiert. Ich will mich bedanken bei einem Ausschuss von uns, dem Petitionsausschuss, Frau Kollegin Ypsilanti und allen Mitgliedern. Das ist nicht die einfachste Arbeit, die Sie leisten. Das hat sehr viel auch mit Sprechstunden zu tun, das hat mit Befassen zu tun, mit Akten sammeln, prüfen und Entscheidungen treffen und nicht immer einfache Entscheidungen. Auch dort gibt es emotionale Konflikte, inhaltliche Gewissenskonflikte. Ihnen allen einen herzlichen Dank für diese Arbeit. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei den parlamentarischen Geschäftsführern. Kein Fall. Wir sind. Sie kommen jetzt gleich dran, die Fraktionsvorsitzenden, aber in anderer Art. Dann sage ich es gleich. Ich sage, bedanken Sie sich bitte bei Ihren Fraktionsvorsitzenden, dass Sie sich in Ruhe lassen bei Ihrer Arbeit. Das ist sehr in Ordnung. Ohne die. Darüber müssen wir reden, Herr Schäfer-Gümbel. Also ohne die PGs, liebe Freunde, funktioniert der Laden nicht. Auch wenn wir manchmal anderer Meinung sind oder auch kontrovers im Ältestenrat sind. Das gehört dazu, damit dieser Apparat, den ich mal so nennen darf, läuft, dass die Zahnräder zusammenpassen und dass wir hier am Ende die Sitzung ordnungsgemäß abhalten. Liebe Kolleginnen, liebe Angela Dorn, liebe Kollegen, herzlichen Dank für diese Mitarbeit. Aber ich will Ihnen einen Ausblick geben für das nächste Jahr und keinen politischen. Wir haben jetzt zwei Wahljahre vor uns. Schauen wir mal, wie wir es überleben. Im nächsten Jahr werde ich dem Ältestenrat, also dem Parlament, die Vorstellung präsentieren über den weiteren Fortgang des Umbaus im Schloss, Schwamm, im Dachgebälk etc. Nicht mehr. Sie müssen nicht vor Weihnachten keinen Schock bekommen, also nach Weihnachten. Das heißt, wir werden Ende 2017 dann wieder anfangen mit Kran etc. Aber wir sind halt verpflichtet als Hausbesitzer, uns so zu verhalten wie jeder Bürger auch. Und das will ich Ihnen dann vorstellen. Und damit geht das Leben ganz normal weiter. Dieses zum Dank. Und ein letztes, mein Dank an Sie, dass Sie das alles und meine Vizepräsidenten, wir danken Ihnen, dass Sie uns hier unterstützt haben oder manchmal ertragen haben, manchmal Wut hatten, Zorn, wie auch immer. Aber wir machen das hier sehr gerne und wir sind in einem relativ guten Konsens zusammen. Deswegen meinen Vizepräsidenten herzlichen Dank und Ihnen Dank, dass Sie uns hier oben helfen. Wir haben jetzt noch etwas Besonderes. Wenn ich die Sitzung schließe, darf ich Sie einladen. Zum Ende der Plenarsitzung haben wir Pfadfindergruppen unten bei uns. Sie bringen uns das Friedenslicht, nicht das schlechteste Licht, das wir brauchen können. Unter dem Motto, ich zitiere, Frieden, Doppelpunkt, gefällt mir, wollen Sie uns Lieder singen, uns das Friedenslicht bringen, und wir werden es am Brandschutz vorbei dann trotzdem aufstellen, damit es auch leuchtet für den Frieden, auch über Weihnachten und für das nächste Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen allen ein gutes Weihnachtsfest. Einen guten Übergang ins neue Jahr für Sie und Ihre Familien. Bleiben Sie gesund und wir treffen uns im nächsten Jahr hoffentlich alle wieder. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich habe es nicht genannt.